Ja, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Google Cloud Frühstück Nummer 9 im September 2018 hier. Google Cloud Frühstück, wenn ich mich mal so umschaue, dann sehe ich doch das ein oder andere vertraute Gesicht und auch ein, zwei neue. Einmal im Monat treffen wir uns hier. Teilnahme ist kostenfrei möglich und wir haben Vorträge und Networking. Es war eben schon schwer, den einen oder anderen aus der Küche herzubewegen, weil ein schöner Austausch zustande gekommen ist. Aber genau deswegen sind wir auch hier. Wir haben heute zwei Teile sozusagen. Im ersten Teil werde ich einmal zwei Themen selbst vorstellen. Das eine dreht sich nochmal rund um die Preisgestaltung, Tarife, die Google G Suite so bietet. Aus dem Hintergrund einmal, dass wir immer wieder natürlich auch die Frage bekommen, welche Tarife sind eigentlich für wen gedacht. Und zum anderen, einige von euch haben vielleicht den Vortrag vom Christoph Rauhut gesehen zu Microsoft versus, also sagen Office 365 versus G Suite. Und wir sind gerade dabei, eine Videoreihe auch zu erstellen. Und das erste Thema dreht sich dabei genau auch um diese Tarife. Ja, da wird es demnächst ein Video zu geben, wo einfach einmal von meiner Seite her die Tarifgestaltung bei Google vorgestellt wird und dann ein Microsoft-Partner aus Dresden entsprechend die Microsoft-Preisgestaltung einfach mal vorstellt, sodass man sozusagen diese beiden Lösungsansätze ein bisschen stärker miteinander vergleichen kann auch und komfortabler. Und zugleich werden wir auch einige funktionale Themen da noch aufgreifen dann und in künftigen Videos betrachten. Der zweite Teil bei mir wird sich um das Thema Data Regions drehen, Datenregionen, was es da Neues gibt von Google. Wir haben im Laufe des Jahres, insbesondere auch bei dieser ganzen Diskussion rund um das Thema Datenschutz, DSGVO, immer wieder das Thema gehabt, wo sind denn eigentlich die Daten gespeichert, wo liegen die denn eigentlich? Und da gibt es Neuigkeiten, die auch mittlerweile verfügbar sind, die man jeder, der die G Suite nutzt, auch schon in seiner Konfiguration nutzen kann, wenn man im Business- oder im Enterprise-Tarif ist. Und das werde ich gleich dann auch nochmal vorstellen. Machen wir einen kleinen Break und danach kommt der Kevin nochmal mit einer Vorstellung von den Titan Security Keys. Da geht es darum, wie kann man eben einfach und komfortabel auch so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Und danach gehen wir dann wieder über in etwas Austausch. Haben aber um 10.30 Uhr auch noch angeschlossen, dass wir wieder einen kleinen Kennenlernen-Workshop für die G Suite anbieten. Also wer da einfach mal einen kompakten Überblick haben will, so eine Stunde, anderthalb, was sind denn eigentlich die Leistungsbestandteile? Vielleicht auch die eine oder andere Problemstellung, die ihr in der Nutzung oder Fragestellung, die aufgekommen ist in der Nutzung mit der G Suite, die werden wir dann gerne in dem Rahmen nochmal beantworten. Ich glaube, wir gehen dann gleich rüber ins Arbeitszimmer dafür. Okay, also, dann starte ich mal selbst und kündige mich selbst an für den ersten Teil heute, die Tarifgestaltung und Preisgestaltung entsprechend bei der Google G Suite. Wer von euch hat einen Überblick über die Preisgestaltung der G Suite? Kennen das alle? Kennen das einige nicht? Ja, okay. Es hat sich nicht allzu viel geändert, es hat sich ein bisschen in den Leistungsangeboten was geändert. Und ich bin jetzt gerade hier auf unserer Seite, die erreicht ihr unter cybert.biz/G-Suite-Preise, einfach zusammengeschrieben. Und auf dieser Seite findet ihr eine Übersicht der Leistungspakete der G Suite. Die G Suite hat ein sehr, sehr einfaches Preismodell im Endeffekt, weil ihr drei Tarifoptionen zur Verfügung habt. Man kann grob sagen, weil wir immer gefragt werden, für wen ist denn eigentlich was gedacht? Wenn man eher kleinere und mittlere Unternehmen hat, ich sage mal ein bisschen in den Bereich von vielleicht auch 200, 300 Leuten rein, dann wird die Preisentscheidung oder die Tarifentscheidung wahrscheinlich sich immer eher auf der linken Seite abspielen. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber eigentlich, wenn man sagen, im Großteil werden bei den kleineren und mittleren Unternehmen, wir haben auch viele Freelancer zum Beispiel, die G Suite nutzen, da wird sich tendenziell um die Fragestellung drehen, nutze ich den Basic oder den Business-Tarif? Wenn man größere Organisationen hat, wird man schnell in der Situation sein, wo man sagt, okay, im Kern ist eigentlich die Fragestellung für uns, kommen wir mit dem Business-Tarif aus oder nehmen wir den Enterprise-Tarif? Warum sich das so aufteilt und warum das jeweils für die Zielgruppen wahrscheinlich auch die passendere Lösung jeweils ist, das sehen wir anhand der Leistungsbestandteile, auf die ich ein bisschen eingehen möchte, um euch ein besseres Gespür dafür zu geben, was die beiden oder diese drei Tarifmodelle dann noch entsprechend angeht. Also erstmal vielleicht zur Differenz zwischen Basic und Business. Was macht da den Unterschied aus und was sind so gängige Gründe, die wir sehen,
warum Leute dann sagen, okay, für mich lohnt es sich dann doch eben auch mal den Business-Tarif zu nehmen. Also im Basic-Tarif haben wir eine ganze Reihe von Tools für Kommunikation und Zusammenarbeit, die schon enthalten sind. Den ersten größeren Unterschied sehen wir aber im Bereich der Zusammenarbeit, bei der Zusammenarbeit mit Dokumenten. Das ist eine sehr schöne Funktionalität mit den Team-Drives, erst ab dem Business-Tarif zur Verfügung steht. Ja, ihr kennt das, dass ihr irgendwie in Drive, dass ihr da meine Ablage habt, wo ihr Ordner anlegen könnt und ähnliches. Die Besonderheit bei den Team-Drives ist, dass man sich wirklich ein Team-Laufwerk mit einer Ordnerstruktur darunter anlegen kann. Ja, wir haben zum Beispiel für unser Team Google einen Team-Drive und ich sage dann einmal eben, wer Berechtigung hat auf diesen Team-Drive, kann das einmal dort einsteuern, also regeln für dieses gesamte Laufwerk. Und Dateien, die ich dann in dem Team-Drive anlege, gehören dann dieser Gruppe von Menschen praktisch. Ja, typischerweise hat eine Google-Datei immer einen Eigentümer und die Eigentümerschaft wird in dem Fall direkt auf die Organisation übertragen. Das macht einfach die Kollaboration im Alltag deutlich leichter, weil ich einfach gemeinsam eine Ordnerstruktur vielleicht im Team zum Beispiel abstimme und dann sage, okay, wir legen alles in dieses Team-Drive rein und dann, wenn man es anlegt, hat man direkt halt diese Berechtigungsthemen schon alle gelöst. Ja? Man kann dann zusätzlich noch andere Leute mit hinzufügen, wenn man sagt, punktuell an einem Doc sollen jetzt auch nochmal andere mitarbeiten können, aber so diese Grundstruktur in der Teamarbeit hat sich damit erledigt. Und für die Admins auch ganz schön, dass man, also praktisch, wenn man jetzt jemanden aus der Organisation wieder entfernt, dann überträgt man ansonsten die Eigentümerschaft an den Dokumenten, die derjenige hatte, auf eine andere Person. Und das fällt letztendlich auch bei den Team-Tries weg, weil die ja weiterhin einfach der Organisation gehören, diese Dokumente, die dort liegen. Und dann entferne ich diesen Nutzer, der hat keinen Zugriff mehr auf alle Dateien in diesem Team-Drive dann entsprechend auch. Und ja, ich habe aber letztendlich keine Eigenschaftsübertragung mehr, die stattfinden muss auf einen anderen User. Und das macht sozusagen die ganze Administration auch leichter. Also Team-Drives sind einer der typischen Upgrade-Gründe, warum Organisationen sagen, okay, wir wollen unsere Zusammenarbeit stärken, indem wir auch solche gemeinsamen Teamlaufwerke haben. Und das ist ein häufiger Upgrade-Grund. So, jetzt sollte ich mal verhindern, dass mein Bildschirm hier einschläft. Ein weiterer Grund ist, das sehen wir hier beim Speicherplatz, wir haben im Basic-Tarif 30 GB Cloud-Speicher zur Verfügung. Wenn ich jetzt in den Business-Tarif gehe, dann habe ich mindestens 1 Terabyte. Das heißt, bis zu 4 User in der G Suite, wenn ich bei 4 Usern mich befinde, dann hat jeder von denen 1 Terabyte zur Verfügung. Sobald es 5 User oder mehr sind innerhalb dieser Organisation, die einen G Suite-User haben, bekomme ich ein unlimitiertes Datenvolumen. Dann brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen über irgendwelche Dateigrößen, die ich dort hin und her schiebe. Ja, auch Mailspeicher und alles inkludiert. Insofern ist das ein weiterer Grund. Man kann auch im Basic-Tarif Daten dazu kaufen für einzelne Nutzer. Also wenn ich jetzt sage, ich habe nur 1 oder 2 Personen, die machen so viel mit Dateien, dann kann es auch sinnvoll sein, im Basic-Tarif zu bleiben und einfach etwas Speicherplatz nachzubuchen. Aber wenn ich sage, durch die Bank, diese 30 GB sind tendenziell zu wenig, ich will eben auch mehr Teamkollaboration haben mit den Team-Drives, dann kann es halt ein sehr, sehr sinnvoller Schritt sein, auf den Business-Tarif zu gehen. Und dann braucht man sich über die Datenvolumina keine Gedanken mehr zu machen. Der nächste Punkt direkt darunter ist die intelligente Suche in allen G Suite-Produkten. Das ist die Google Cloud Search. Das heißt, unter cloudsearch.google.com kann ich ab dem Business-Tarif eine Suchoberfläche vorfinden, indem ich alle meine G Suite-Inhalte durchsuchen kann. Ihr kennt die Suche in Mail, ihr kennt die Suche im Drive. Cloud Search bietet mir die Suche über alle Bestandteile der G Suite letztendlich, wo ich mich dann auch durchfiltern kann, um zu dem treffenden Ergebnis sozusagen zu kommen. Das heißt, ich kann über alle G Suite-Produkte hinweg dort eine Suche ausführen. Genau, dann gibt es in Teilen noch, wenn ihr Google Vault eben für eDiscovery nutzen wollt und dort das ein bisschen feingranularer aussteuern möchtet, was eure sozusagen Archivierungsregeln und Ähnliches angeht, dann kann das ein weiterer Grund sein, warum ihr das vielleicht machen möchtet. Und der nächste Punkt, Regionen zur Speicherung von G Suite-Daten, haben wir vorhin schon kurz angesprochen und wird gleich nochmal in einem gesonderten
Vortrag auch das Thema sein, dass die Selektion von einer Datenregion, also dass ich zum Beispiel sage, ich möchte die Daten innerhalb Europas gespeichert haben, das ist auch ein Bestandteil, der ab dem Business-Paket mit reinkommt. Ja. Insofern, auch wenn wir initial mit Kunden darüber sprechen, was für ein Pricing passt, überlegen wir eben im Kern zum Beispiel einmal, über was für Datenvolumen sprechen wir eigentlich, braucht ihr vielleicht eben einen unlimitierten Speicher, wäre das ein wesentlicher Punkt. Dann ist ein großer Punkt eben die Team-Drives. Wenn wir sagen, ihr möchtet richtig Team-Kollaboration auch fördern, dann ist das ein hilfreiches Instrument. Und Cloud Search ist eben so eines der weiteren Features. Ein Aspekt habe ich jetzt noch nicht genannt, das ist der Google App Maker. Ja, Low-Code-Entwicklungsplattform für Apps. Da haben wir auch schon zwei Vorträge drüber gehabt, wie man da kleine Applikationen mitbauen kann. Das ist auch noch eine Komponente, die erst ab dem Business-Tarif mit dazukommt. Das heißt, manchmal kriegen wir auch Anfragen, wo jemand sagt, ich möchte hier gerne so einen kleinen Prozess digitalisieren. Und wir sagen, okay, ist super, das kann man leicht und schnell mit dem App-Maker machen. Der App-Maker steht aber ab dem Business-Tarif dann zur Verfügung. So ein bisschen die Aufteilung zwischen diesen beiden Lösungen. Also in der Regel sind es dann eine dieser vier, fünf Punkte, die dafür sorgen, dass man sagt, okay, G Suite Business ist für uns der passende Tarif. Jetzt sieht man schon sehr deutlich an dem Preissprung und natürlich auch an der Benennung, dass wir in dem Enterprise-Umfeld nochmal in eine andere Ecke reinkommen. Während der Basic-Tarif bei 4 Euro pro Nutzer pro Monat liegt, wen lizenziere ich eigentlich als Nutzer? Jede Person mit einer entsprechenden E-Mail-Adresse auch ist ein User. Ich kann auch ein Alias zum Beispiel für eine Mail-Adresse anlegen. Wenn ich jetzt sage, ich habe pherwart@cybermedianet und will auch paul@cybermedianet haben, dann ist das ja die gleiche Person. So ein Alias zum Beispiel muss ich nicht zahlen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Verteiler und Ähnliches anlegt, ohne dass sie auf als User sozusagen zählen. Es gibt manche Szenarien, wo man sagt, okay, ich will auch vielleicht eine Verteileradresse als User anlegen. Das ist was, wo wir helfen können, auch bei der Abwägung, dass man guckt, reicht es sozusagen ohne einen User anzulegen, eine Konfiguration zu machen für so eine Verteileradresse oder braucht es in dem Fall einen User? Ne? Aber so mal zur Orientierung. Das heißt, der normale Aufschlag ist erstmal die Frage, wie viele Mitarbeiter hast du eigentlich, die auch mit so einem Account ausgestattet werden sollen, und in der Regel wird das im Kern diese Anzahl der Lizenzen sein, die man braucht. Gut, jetzt schauen wir uns mal die Differenzierung zwischen Business und Enterprise an. Ihr seht ja, dass das fast als Dreifache an Preis auch bedeutet, und das hat auch letztendlich seine Gründe. Ihr kriegt mit dem Enterprise-Paket, das wie gesagt insbesondere größere Organisationen anspricht, zum einen mal alles, was ihr im Business-Tarif habt, aber eben noch eine Reihe mehr von Funktionalitäten, die insbesondere für große Organisationen relevant sind. Das eine ist, dass wenn ich ein Hangouts-Meet mache, also eine Videokonferenz durchführe, dass ich 50 Nutzer statt 25 in einem Call haben kann. Ja, wenn man große verteilte Teams vielleicht auch hat, die gemeinsam Calls durchführen wollen, kann das halt ein sehr wichtiger Bestandteil sein. Also 50 statt 25 Teilnehmer in Meet. In Enterprise ist noch sehr komfortabel, dass man direkt Sessions, die mit Meet durchgeführt werden, aufzeichnen kann und in den Drive ablegen lässt. Das heißt, ich mache eine Aufnahme, lege den Speicherort fest und habe direkt die Aufzeichnung von so einer Session parat und kann sie dann zum Beispiel mit Leuten, die an der Session nicht teilnehmen konnten, sehr leicht teilen. Ein weiterer Punkt ist, dass es eine Streaming-Funktionalität gibt, mit der man bis zu 100.000 Mitarbeiter erreichen kann. Das heißt, wenn man sich jetzt einfach die Ansprache des Vorstandsvorsitzenden vorstellt, die jetzt alle Mitarbeiter erreichen soll und man hat eben 120.000 Mitarbeiter, dann gibt es eine gewisse No-Show-Rate vielleicht und dann kommt man halt mit den 100.000 hin, dass sozusagen jeder Mitarbeiter parallel sich das Ganze anschauen kann. Ein Punkt, den wir durchaus auch in kleineren Paketen vermissen, aber der erst ab Enterprise zur Verfügung steht, ist die Telefoneinwahl in Meet. Das ist insbesondere für deutsche Kunden etwas leidig noch, dass es eben eine US-Einwahlnummer gibt in Meet.
Wenn man einen Enterprise-Tarif hat, dann gibt es auch eine deutsche, eine Berliner Einwahlnummer de facto. Das heißt, ich habe dann eine lokale Berliner-Nummer, kann mich einwählen. Aber diese internationalen Vorwahlen, dass man praktisch so für alle Länder eine spezifische Einwahlmöglichkeit per Telefon auch hat, die ist auch erst ab dem Enterprise-Tarif verfügbar. Teamdrives, AppMaker und so weiter habt ihr auch zur Verfügung. An dem unbegrenzten Datenvolumen ändert sich auch nichts. Und dann kommen im Wesentlichen die Sachen herein, die auch nochmal sehr, sehr wichtig sind. Wenn man an große Organisationen denkt, dann wird es schnell auch in Richtung Kontrolle natürlich. Welche Kontrollmöglichkeiten habe ich? Was muss ich in Richtung Audits und Ähnlichem berücksichtigen? Und dort kommen noch eine ganze Reihe von Funktionalitäten im Enterprise-Tarif dazu. Das eine ist eben ein Sicherheitscenter, das neu ausgerollt wurde. Das hat das letzte Mal Kevin vorgestellt in dem Video über Next San Francisco, was dort die neuen Announcements waren. Das ist sozusagen ein gesondertes Security Center, sozusagen als Hub, wo ich alle Fragen, die ich so als Admin habe, rund um Security-Themen mir anschauen kann. Dann gibt es zusätzlichen Schutz vor Datenverlusten in den verschiedenen Lösungen, also in Mail, in Thrive und Co. Zum Beispiel kann ich dort verschiedene Sachen hinterlegen, also verschiedene Regeln hinterlegen und kann zum Beispiel sagen, wenn jetzt eine Kreditkartennummer geteilt werden soll oder ein Bild von einer Kreditkarte, wo ja auch die Kreditkarteninformationen drauf sind, dann will ich das unterbinden, dass das an Leute außerhalb der Organisation zum Beispiel rausgeht. Das sind halt Prozesse, die man damit sozusagen antriggern kann und sagen kann, es wird praktisch mit einer OCR-Software zum Beispiel von einem Bild an der Text erkannt, es wird festgestellt, oh, das ist eine Visitenkarte, was da fotografiert wurde, nicht eine Visitenkarte, sondern eine Kreditkarte, die dort entsprechend abgebildet ist. Die will jetzt jemand außerhalb der Organisation teilen, das will ich vielleicht unterbinden an der Stelle. Ja? Solche Geschichten. Genau, ein gehostetes S/MIME-Zertifikat, das heißt, es ist häufig auch so eine Frage, wie sieht das eigentlich aus mit Zertifikaten für E-Mails und da gibt es eine gehostete Lösung für und ich kann eben auch zum Beispiel andere Archivierungstools an meine G Suite mit dranhängen, um Mail-Archivierung und Ähnliches zu machen. Ja? Also typischerweise sind eben gerade in diesem hier Gmail-Protokollanalyse in BigQuery und so weiter viele der Themen, die insbesondere die IT und die Sicherheitsbeauftragten von großen Konzernen sich anschauen werden, sagen werden, oh, da wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, da wollen wir mehr Kontrollmöglichkeiten und Ähnliches haben, die finden sich dann in dem Enterprise Bundle. Es gibt für große Organisationen eben auch die Möglichkeit, dass man einen Split der Lizenzen durchführt, ja, das was eben in kleineren Installationen nicht funktioniert, aber ab und zu auch mal angefragt wird, kann ich denn auch jetzt irgendwie mir 5 Business-User und 30 Basic-User zusammenmischen? Das funktioniert für größere Organisationen, wo ich zum Beispiel auch sagen kann, naja, ich habe hier einen Fertigungsstandort von mir aus in Südostasien und dort reicht es eigentlich, wenn ich einen niedrigeren Tarif auswähle. Ich will aber gleichzeitig für die Kollaboration, für Verwaltung, Marketing und Co. eben ein größeres Paket zur Verfügung stellen und nutzen. Dann ist eine Split-Lizenzierung etwa so ab 300 Usern aufwärts, ist das eine Option, über die man sprechen kann, dass man eben, wie gesagt, eine Mischung aus verschiedenen Tarifmodellen für die Organisation zusammenstellt. Vielen Dank euch. Bei Fragen rund um die Tarife gerne melden. Das einfach erstmal so als kleiner Überblick zur Abgrenzung zwischen den verschiedenen Tarifbereichen. Basic Business, tendenziell eher so etwas kleinere und mittlere Unternehmen. Sobald es mehrere hundert Mitarbeiter werden, stellt sich tendenziell dann langsam die Frage, okay, gehen wir eher Richtung Basic oder Enterprise? Manchmal gibt es eben auch die Situation, dass man sagt, okay, genau wegen dem spezifischen Feature, das ich auch noch haben will, gehe ich vielleicht dann doch auch in den größeren Tarif. Danke euch. Timo hat das Mikro, wenn Fragen zu den Tarifen da sind. Einmal hier vorne, Thorsten. Ja, also das meines Erachtens wirkliche Killer-Feature, das man halt als Firma auf jeden Fall Business nutzen sollte, das ist, glaube ich, eben, also meine ich, so ein bisschen zu kurz gekommen. Mhm. Gemäß Steuergesetzgebung ist jede Firma verpflichtet, E-Mails rechtssicher zu archivieren. Ja. Das lässt sich mit
zum Beispiel Office 365 relativ garstig machen. Aber bei der Business-Variante mit dem Vault ist das relativ einfach. Das ist im Prinzip einmal angeklickt und dann funktioniert das ja. Ja, und das heißt, die Aufbewahrungsdauer entsprechend konfigurieren und dann läuft das im Hintergrund. Genau. Ja. Allein das ist schon meines Erachtens für jede Firma ein Riesengrund, diese 4 € monatlich mehr zu bezahlen. Weil wenn man jetzt eine Drittanbieterlösung wählen würde, kriegt man die auf keinen Fall für 4 € pro Benutzer im Monat. Ja, richtig. Ist ein guter Punkt. Danke für den Hinweis nochmal.